Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Der 1. August 2013 ist ein Meilenstein in der Familienpolitik und der Startschuss für einen massiven Ausbau des Kinderbetreuungsangebots in Deutschland. Mit dem von da an geltenden Rechtsanspruch hat jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr fortan Anspruch auf Förderung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Knapp zwei Jahre nach der Novellierung des Kinderförderungsgesetzes hat sich bereits vieles positiv entwickelt. Dieses kann ich nicht nur als Politikerin bewerten, sondern auch als Mutter von drei Kindern. Ich erinnere mich nur zu gut an die Schwierigkeiten, die es noch einige Jahre vor dem Rechtsanspruch bei der Suche nach einem passenden Betreuungsangebot für die unter dreijährigen Kinder gab. Als meine Kinder in dem Alter waren, gab es meistens lediglich Spielkreise für zweieinhalb Vormittage. Seit 2013 hat sich die Lage nun deutlich verbessert. Der CDU sei Dank. Vom Stand März 2014 wurden fast ein Drittel der Kinder unter drei Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder der öffentlich geförderten Kindertagespflege betreut. In den letzten Jahren ist die Betreuungsquote der unter Dreijährigen bereits immens gestiegen, und mit dem fortlaufenden Ausbau des Betreuungsangebotes werden bald noch weitere Plätze zur Verfügung stehen. Ferner zeigen uns die Zahlen schon heute, dass die Eltern in der Regel zufrieden mit der Betreuungssituation vor Ort sind. Die meisten hatten keine Schwierigkeiten bei der Platzsuche. Bereits 58%, also mehr als die Hälfte der Eltern, hatten bereits schon sechs Monate nach der Geburt eine Platzzusage und konnten somit in Ruhe ihrem Wiedereinstieg ins Erwerbsleben entgegensehen. Ich weiß aber natürlich auch, dass dies von Kommune zu Kommune stark variieren kann. Und nicht nur die Bundesländer selbst unterschiedliche Ausgangssituationen bei der Einführung des Rechtsanspruchs hatten, sondern auch noch heute innerhalb der Länder von Region zu Region, sei es in der Stadt oder im ländlichen Raum, große Unterschiede in der Betreuungssituation auszumachen sind. Und das wird eine Aufgabe sein, sehr geehrte Damen und Herren, der wir uns als Nächstes stellen müssen. Wir dürfen nicht nur nach Bundesländern vergleichen, sondern müssen bedarfsgerecht und das Betreuungsangebot in den Kommunen fördern und weiter ausbauen und dabei den spezifischen Bedarf der vor Ort lebenden Familien berücksichtigen. Dabei wird der Bund die Länder und Kommunen auch weiterhin tatkräftig unterstützen. Aber in vielen Bundesländern ist der Betreuungsbedarf noch nicht erfüllt, obwohl die Bundesmittel bereitstehen. So zeigt eine Übersicht über den Abruf der Mittel aus dem Bundesinvestitionsprogramm, dass von insgesamt 580 Millionen Euro ganze 120 Millionen Euro an Mitteln noch nicht abgerufen worden sind. Hier haben einige Länder also noch ihre Hausaufgaben zu machen. Und wo wir gerade bei Hausaufgaben sind, Frau Brandner, Sie sprachen gerade meinen Wahlkreis Bremen an. Sie stellten zwar fest, der Betreuungsschlüssel wäre toll, aber die Betreuungsquote in der Verantwortung der Sozialsenatorin aus Ihrer Partei liegt lediglich bei 26,9%. Da müssen noch Hausaufgaben gemacht werden. Nach dem Grundgesetz haben die Länder die Pflicht und die Verantwortung, den U3-Ausbau und ein bedarfsgerechtes Angebot zur Erfüllung des Rechtsanspruchs zu gewährleisten und zu finanzieren. Und klar ist auch, jede Stadt und jede Gemeinde muss seinen Bedarf an Betreuungsplätzen selbst ermitteln. Aber mir liegt bei dieser Debatte auch ein anderer Aspekt am Herzen. Denn der Erfolg beim Ausbau in der Kinderbetreuung ist für mich vor allem auch ein Fortschritt für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wenn wir jetzt nicht nur über den Ausbau der Kinderbetreuung, sondern auch über die Qualität sprechen, sind wir schnell bei den Rahmenbedingungen in den Kindertageseinrichtungen. Ein entscheidendes Kriterium für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind für mich dabei die Öffnungszeiten der Kitas. In einer Arbeitswelt, in der Arbeitnehmer erhöhten Anforderungen ausgesetzt sind, immer mobiler und flexibler zu werden, müssen auch passende, flexible Betreuungsangebote für die Kinder zur Verfügung stehen. Natürlich muss trotz alledem das Wohl des Kindes im Vordergrund stehen, aber wir müssen eben auch dafür Sorge tragen, dass erwerbstätige Mütter, und dabei denke ich gerade an die Alleinerziehenden und Frauen, die im Schichtdienst arbeiten, Beruf und Familie miteinander vereinbaren können. Diesen Frauen müssen wir es durch gute Rahmenbedingungen ermöglichen, am Erwerbsleben teilzunehmen
und während dieser Zeit ihre Kinder flexibel und gut betreut zu wissen. Und wenn wir über Betreuungszeiten und Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen sprechen, müssen wir die Sache noch weiter denken. Ich würde mir wünschen, dass wir in diesem Zusammenhang auch über den Übergang in der Betreuung von den ganz Kleinen hin zu den Grundschulkindern sprechen. Denn für viele Eltern tauchen mit der Einschulung der Kinder leider wieder neue Betreuungshürden auf. Damit Familien beim Umgang der Kinder in die Grundschule nicht wieder vor den gleichen Problemen stehen, sollten wir zukünftig nach einer ganzheitlichen Lösung suchen. Denn das heißt für mich fortschrittliche und zukunftszugewandte Familienpolitik. Ich wünsche Ihnen sonnige Pfingsttage. Herzlichen Dank. Der Kollege Paul Lehrieder für die CDU-CSU-Fraktion hat zum Abschluss dieser Debatte das Wort. Danke, Frau Präsidentin.